Young man, ihr jungen Männer, ich ermahne euch, bereitet euch auf den Dienst als Missionar vor. Ich wiederhole, was die Propheten schon seit langem sagen. Jeder würdige und fähige junge Mann soll sich auf eine Mission vorbereiten. Durch unser Zutun verspüren viele Menschen, dass Christus sie liebt. Ihr Leben wird bereichert. Ich finde, jeder Mensch soll erfahren dürfen, warum er auf der Welt ist. Der Herr hat mich als Werkzeug benutzt, damit ich Menschen helfen konnte. Deswegen ist eine Mission wirklich etwas Besonderes. Es hat mir Freude gemacht. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man anderen hilft. Schützt eure Gesundheit und eure körperliche Kraft. Studiert die Heiligen Schriften. Haltet euch sauber und rein und bleibt würdig, den Herrn zu vertreten. Ich habe mich auf meine Mission vorbereitet, indem ich in den Heiligen Schriften gelesen, gebetet und dafür gearbeitet habe. Ich habe annähernd das ganze Neue Testament gelesen. Ich habe im Buch Mormon gelesen und mich mit Verkündet mein Evangelium beschäftigt. Natürlich musste ich auch von manchem umkehren. Ich wusste, dass ich möglichst würdig sein musste, wenn ich auf Mission gehen wollte. Ich halte Ausschau nach Männern, jung und alt, denen dieser Kampf zwischen Gut und Böse wichtig genug ist, um sich anwerben zu lassen und den Mund aufzutun. Und sollte es erforderlich sein, bitte ich euch, werdet aktiv und werdet rein. Bevor ich auf Mission ging, war ich ein ganz normaler Mensch. Ich machte mir nicht viele Gedanken über eine Mission. Es waren materielle Dinge, die mich davon abhielten, auf Mission zu gehen. Die Dinge der Welt, all das, was keinen großen Wert hat. Ich habe mein Leben geändert. Ich habe meine Gewohnheiten, meine Gedanken und Gefühle geändert. Seit ich in Holland bin, sind wir gute Freunde. Wir haben viel Lustiges miteinander unternommen. Wir waren die besten Freunde und ich habe ihm Mut gemacht, auf Mission zu gehen. Er hat mir in einem Brief geschrieben, wie es ihm in der Missionarsschule so erging. Als ich las, was er in nur einem Monat erlebt hatte und was er darüber dachte, spürte ich, dass es auch für mich die richtige Entscheidung ist, auf Mission zu gehen. Auf Mission gehen, sowas macht man nur einmal im Leben. Sebastian schrieb mir, dass er auf Mission gehen wollte. Er wusste jetzt, dass es wichtig war, dass er dieses Opfer bringen wollte. Von da an ändert sich alles von Grund auf. Man beginnt ein besseres Leben. Betet darüber. Lest in den Schriften und betet darüber. Dann werdet ihr es wissen. Der Vater im Himmel wird euch nicht zwingen, euch aber das starke Gefühl geben, dass ihr gehen sollt. Ich kniete nieder und sprach ein Gebet. Und ich hatte das Gefühl, ich solle genau zu der Zeit auf Mission gehen. Ich verspürte den Geist so stark. Das lässt sich nicht beschreiben. Geht auf Mission. Dazu fordert der Prophet uns auf. Meine jungen Freunde, in den kommenden Monaten und Jahren brauchen wir Zehntausende weitere Missionare. Angesichts all dessen, was zu tun ist, brauchen wir viel mehr Missionare, die dieses Tor öffnen und Menschen hindurchhelfen. Ich freue mich darauf, dass ich auf Mission Menschen aufmuntern und ihnen die Freude zeigen kann, die das Evangelium mit sich bringt. Ich weiß, dass das Evangelium wahr ist. Ich habe es verspürt. Ich weiß, dass wir wirklich einen Vater im Himmel haben, der uns liebt. Er ist der Vater unseres Geistes. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Ich glaube daran, dass Jesus Christus unser Bruder ist, unser Heiland und unser Erlöser. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet des Herrn war. Ich weiß, dass das Buch Mormon ein Zeuge für Jesus Christus ist. Es lässt uns den Sinn des Lebens klarer erkennen. Der Herr braucht euch. Die Menschen brauchen euch in dem Land, in dem ihr dienen werdet. Wir Missionare brauchen euch auch. Wir schaffen das nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die nur auf euch warten. Halten Sie sich bereit, Ihr Zuhause zu verlassen und eine Vollzeitmission zu erfüllen. Lösen Sie Ihre Zunge und werden Sie Zeuge, wie Ihre Worte Wunder im Leben derer wirken, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist.